Die erste 787 ist in Frankfurt gelandet. Es ist also Realität. Eurowings hat mit der Maskenpflicht irgendwie abgeschlossen. Sie lässt sie schleifen. Bei Air France haben Piloten im Cockpit das Crew Resource Management aufgegeben und haben einen Kampf starten lassen. Des Weiteren haben wir einen Deal von Europa nach Nordamerika, diesmal mit der One World. Mehr nach dem Intro. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Nun ist es passiert. In Frankfurt ist heute der erste 787-9er Dreamliner gelandet von der Lufthansa in Lufthansa-Farbe. Und es gab um 10.43 Uhr einen sogenannten Low-Pass. Heißt also, man ist einfach schön über den Boden weitergeflogen. Und dann ist um 11.01 Uhr auf der 07 rechts der erste Flieger gelandet. Zum Flieger habe ich euch ja genug erzählt, zur Kabine, dass erstmal in Frankfurt ein leichtes Retrofit gemacht wird oder eine Kabinenanpassung, egal wie man es nennen möchte. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist halt, es wird mit Inlandsflügen begonnen und die erste Strecke ist Toronto. Jetzt ist es passiert, der Flieger ist da, ist der erste von 32 Stück, die die Lufthansa bestellt hat. Die nächste Maschine nach der Delta Alpha Bravo Papa Alpha wird die Papa Delta sein. Und das ist auch einer aus dem Hainan-Kontingent, was auch umgebaut werden muss. Wollen wir noch mehr wissen? Nein, ich glaube nicht. Das Einzige, was vielleicht noch zu sagen wäre, die Papa Alpha mit dem Namen Berlin. Vorher hatte ja den Namen auch, glaube ich, ein anderes. Was war denn das? War es ein 380er, glaube ich, hatte den Namen Berlin. Und des Weiteren dann Papa Alpha war auch der Name von der ersten A320er bei der Lufthansa. Das nächste Thema ist Air France. Air France macht ja immer wieder Schlagzeilen und ich finde das immer sehr, sehr schade, weil Air France ja eigentlich eine sehr alte Marke ist, aber man hat dort anscheinend Probleme im Cockpit und das ist ja nicht das erste Mal, dass Piloten falsch reagieren. Diesmal Gott sei Dank ohne Todesfolge, ohne Schaden, aber wenn man Handgreiflichkeiten im Cockpit hat, dann ist es natürlich richtig, dass die Piloten beurlaubt werden. Dieses Handgemenge, was auf dem Flug von Genf nach Paris passiert ist, also eigentlich auf einem relativ kurzen Flug, war der Konflikt zwischen zwei Piloten, der komplett alles beiseite gelassen hat, was Professionalität bedeutet. Und die Zeitung La Tribune, ich glaube, das ist die französische richtige Aussprache, ist so, dass sich der Kapitän in der ersten Offizier kurz nach dem Start an die Wäsche gegangen sind oder soll man sagen an die Uniform gegangen sind. Nichtsdestoweiteren ist es halt so, dass das einfach ein Mitarbeiter aus der Kabine ins Cockpit auf die Streithähne aufgepasst hat und beide sind halt wirklich vom Dienst dann richtigerweise auch suspendiert worden. Ein Pilot stellt den Sachverhalt als großes Missverständnis da, der andere als tätlichen Übergriff im Flug. Und die Sache kam in den Wirbelschleppen eines unmissverständlichen Rüffels der BEA ans Licht. Und Frankreichs Flugsicherheitsbehörde hat bei den Untersuchungen bei Air France halt immer wieder kleinere und größere Verstöße der Piloten gegen Verfahrensvorschriften festgestellt. Und in Anbetracht von tausender Flüge von Air France pro Tag ist die Fallzahl sehr gering und betrifft nur wenige Besatzungen. Aber dennoch ist es halt so, dass es immer wieder zu diesen Problemen geht. Und wenn man sich das einfach mal anguckt, ist es einfach so, dass es auch auf einem Flug zum Beispiel von Brazzaville nach Paris, da gab es ein vermutetes Leck auf der linken Seite und das Triebwerk wurde nicht abgeschaltet, man hat es weiter genutzt. Dann gibt es noch andere Vorschriften, drei weitere Zwischenfälle, die halt zwischen 2017 und 2022 passiert sind, wo sich die Piloten nicht an die Regeln gehalten haben beziehungsweise diese ausgedehnt haben. Air France selber kann und darf natürlich nicht diese Kritik so stehen lassen, sagt auch natürlich, dass die Leitlinien überprüft werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum passiert das bei anderen Fluggesellschaften nicht in der Form, so wie es bei Air France passiert? Also es ist schon sehr auffällig und es gibt halt auch Pilotenfehler, die meinen Augen nicht wirklich nachvollziehbar sind.
Eurowings geht etwas Nachvollziehbares und geht einen Weg, wo man echt sagt, naja, ist es vielleicht an der Zeit. Olaf, ihr wisst, welchen ich meine, er hat ja jetzt auf dem Flug in die Tschechei, darf man noch Tschechei sagen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatte er die Maske angezogen, nachdem es ja mehr Diskussionen über seinen Kanada-Besuch gab, ob Maske oder nicht Maske im Flieger. Und das ist jetzt halt einfach so. Der deutsche, nennen wir es einfach mal Sonderweg, ist beim Infektionsschutzgesetz schon ein Riesenthema. Ich meine, gut, wir müssen jetzt nicht unbedingt die Bild-Zeitung hier zitieren, aber die Bild-Zeitung fragt ja auch, ob der lustige Karl der richtige Mann ist, zumal er so abgeschmiert ist und abgestraft worden ist von der Bevölkerung in der Beliebtheitsskala. Er war ja mal der beliebteste Politiker. Aber Eurowings Europa hat auf den Flugzeugen in Palma-Richtung, Prag-Richtung, Pristina, Salzburg und Stockholm, die stationiert sind, da gibt es keine Maskenpflicht mehr. Auf Flügen der Lufthansa nach Deutschland handhaben die Crews die Maskenpflicht und da berichtet halt der Spiegel drüber, eher im Bereich von, es ist gut, wenn ihr es macht. Und die Crew selber verzichtet auch häufig auf den Mund- und Nasenschutz. Viele Nachbarländer haben diesen Nasenschutz ja auch nicht mehr und Mundschutz. Wir setzen auf Eigenverantwortung unserer Gäste. Passagiere sollten frei entscheiden können, ob sie die Maske tragen möchten oder nicht. Das sagte die Vorständin der Lufthansa, Christina Förster, der Bild. Und sie sagte halt, dass auch der deutsche Sonderweg in der Praxis nur noch schwer zu erklären ist. Auch die Vereinigung Cockpit oder aber auch die UFO, die sind da auch etwas problematisch, weil sie sagen, dass die Flugbegleiter wirklich seitdem diese Maskenpflicht da ist, so viele Konfliktpotenziale an Bord haben, die einfach nicht sein müssten. Und man muss halt diese Maskenpflicht in der Luft auch nicht um jeden Preis durchsetzen. Wir hatten ja dazu auch im Vielflieger Stammtisch eine Umfrage gemacht. Die kann ich mal kurz einfach mal hochholen. Dafür muss ich aber erst die richtige Maus finden. Und da gucke ich mal gerade, das fällt mir ein, gut, dass wir darüber sprechen hier an dieser Stelle. Und bei der Fragung war es einfach so, dass das Ergebnis, da habe ich schon einmal vorbeigescrollt, bei Maskenpflicht im Flugzeug, ja, sagten FFP2 17%, 5% wollten Chirurgen und oder, also oder, nicht beides anziehen, soll es ja auch schon gegeben haben, 5%, aber 76% sagen nach dieser nicht repräsentativen Umfrage, ist es repräsentativ? Ich glaube eher nicht. Sagen nein. Wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Leute daran teilgenommen haben an der Befragung, dann ist es einfach so, dass man sagt, dass 337 Stimmen die 76% ausmachen. Also schon eine ganze Menge, aber ich glaube eher, dass es nicht repräsentativ ist. Was ist eure Meinung? Sagt ihr einfach, nee, an Bord brauche ich sie nicht, weil das, was die Fluggesellschaften immer wieder betonen, aber auch die Fluggesellschaften mit Flughersteller betonen, HEPA-Filter an Bord, die halt wirklich bis zu 99% alles filtern. Und deshalb ist es gerade nicht verständlich, dass es in Flugzeugen noch sein muss. Anderen Ländern fallen die Leute ja auch nicht um, wie die fliegen. Dann haben wir ein Thema, das ich gar nicht angekündigt hatte, aber ich möchte es trotzdem sagen, Apple AirTags. Apple AirTags, ich selber habe das ja auf Flügen jetzt auch eingeführt, dass ich in meinen Koffern seit fast einem Jahr gefühlt immer im Gepäck, wenn ich es aufgebe, ein AirTag habe. Ich habe ja selbst auf meinem Remova-Koffer außen einen AirTag, falls mir jemand meinen Rollkoffer klauen möchte, dann gibt es direkt Fresse. Aber man muss sich das halt einfach mal genau vor Augen führen, dass man natürlich damit das alles tracken kann, aber die Lufthansa hat irgendwie auch gesagt, dass das gar nicht so sein darf, weil er permanent Bluetooth-Signale aussendet. Und wenn man sich das mal genau anguckt, ist es einfach so, dass es halt nicht so erlaubt ist. Auch wenn man in den USA jetzt die Geschichte hatte, dass jemand damit einen Gepäckdieb gestellt hat, weil man festgestellt hat, hey, der Koffer ist angekommen und dann ist der Koffer zu demjenigen nach Hause gebracht worden und ja, es gab mehrere Koffer dort, die er geklaut hatte. Aber der Verstoß mit dem kleinen Tracker ist halt gegen rechtliche Vorgaben. Warum? Ganz einfach, in Flugzeugen weltweit bisher nicht erlaubt. Aber sie sind eher nicht erlaubt, weil sie so neu sind. Das heißt also, es ist jetzt nicht das Problem, dass sie in irgendeiner Art und Weise gefährlich sind. Aber alles, was neu ist, ist erstmal grundsätzlich verboten. So nach dem Motto, wenn es nicht erlaubt ist, ist es verboten. Nutzt ihr den Tracker? Sagt ihr, hey, Apple AirTag, geiler Scheiß, habe ich, ich nutze das auch. Oder sagt ihr, ach, ist Quatsch, brauche ich nicht.
Ich persönlich selber, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, weiß doch, für die Seele heilsam ist, wenn man weiß, der Koffer ist zumindest nah am Flieger oder im Flieger. Selber, das kann man ja nicht immer feststellen, aber am Zielort habe ich halt gesehen, dass er ausgeladen worden ist. Ich muss mal gucken, ob ich auch ein Bild finde, zum Beispiel von Los Angeles. Dann haben wir ein Ziel in den USA, was man mit American Airlines von Madrid aus anfliegen kann, und zwar San Francisco. Der Preis ist 1560 Euro. Ja, das ist ein geiler Preis für Business Class. Buchungsklasse ist I, gibt keine Restriktionen saisonal oder sonstige Restriktionen. Das Einzige, was eine Restriktion ist, ist, dass man von Europa aus immer nur dienstags, mittwochs und Donnerstag den Transatlantiksektor haben kann. Und nach Europa ist halt montags, dienstags und mittwochs der Transatlantiksektor. Man kann 180 Tage vorher buchen und muss vorher 180 Tage vorher buchen. Also das heißt, das ist schon ein Investment in die Zukunft. Der Turnaround darf also erst am nachfolgenden Sonntag sein. Dann Maximum Aufenthalt ist 12 Monate. Wichtig an dieser Stelle ist einfach, in den USA ist Unlimited Stopover möglich, aber kostet 600 Euro und damit macht es das fast schon wieder unattraktiv. Ticket ist nicht refundierbar, Ticket für Reissue, Revalidation sind 200 Euro plus natürlich der Ticketgebühr. Jetzt sagt ihr, hey, wie kann ich fliegen? Ich würde jetzt einfach mal euch die Meilen und die Punkte und so weiter erzählen für Madrid, dann nach JFK und von JFK nach San Francisco und retour. Da ist dann China Southern mit 29.744 Meilen. Dieselbige hat übrigens auch die Finnair. Royal Air Maroc hat 18.482, Qatar Airways 14.482 ebenfalls. Und dann kommen noch einige mit Etihad Sri Lanka, British Royal Jordanian, Rhein Alaska übrigens auch. Und weniger wird es dann bei Cassel mit 16.690, 15.400 bei den Japanern und Malaysia Airlines und Gol haben auch nur diese Zahl, S7 übrigens auch, und Qantas 0. Jetzt fehlt mir natürlich Qatar Airways, aber das ist wie immer geschaut bei Where to Credit. Für euch nur ein kleiner Überblick, ein kleiner Ausblick, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ich hoffe, ihr habt heute auch genug Informationen wiederbekommen im Frequent Traveler TV und eure Erwartungen sind gestillt worden. Wenn dem so ist, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem kommentiert. Und danke, dass ihr es tut. Also bis morgen in alter Frische zur nächsten Ausgabe. Und vielleicht sieht man sich am Stammtisch am 12.09. Vielleicht mache ich vorher noch einen Stammtisch irgendwo anders, ich überlege gerade. Also bis dann, ciao.